Nobody Cup. Ich bin für euch heute mal unterwegs in der Zollkopei. Hier sind viele Second-Hand-Läden. Will ich euch mal zeigen, was hier so alles gibt. 6 Gasofen. Jetzt fehlen zwar hier 2 Brenner. Ja, oben. Die fehlen auch. Kann man mit dem Ofen nicht viel anfangen. Weil hier oben müssen die Düsen drauf. Ja, wollen wir weiterschauen. Bierfässer haben sie. Spülmaschine. Die Frage ist, funktioniert das alles noch? Ja, hier sind auch wieder Brenner. Hier haben sie die umgebaut und haben die auf Gasbrenner umgebaut. Kann man natürlich auch machen. Ja, Aufschnittmaschine. Gasöfen ohne Ende. Hier sind komplette, sogar mit allem noch komplett, der gleiche wie vorne. Fritteuse, eine ganze Küchenzeile. Drüben auch mit Grill. Die haben hier natürlich alles und haben natürlich auch sehr viele Läden zugemacht. Ja, gehen wir mal weiter, was wir hier noch haben. Das ist alles elektrische. Achso, die haben sie zugemacht damit. Ach nee, die kann man aufmachen. Die gehen automatisch auf. Aha. Ja, mit Temperatureinstellung. Ja, Kühlschränke. Ohne Ende. 13.000 Watt Kühlschrank. Na, billig ist es gerade nicht, aber. Ja, wieder Öfen hier, Brätplatten, Spülmaschine, Gasbackofen, Aufschnittmaschine. Ja, der Messer ist ein bisschen angerostet, aber kommt ja auf den Preis drauf an. Ja, warte, haben wir denn hier? Oh, das ist also nicht schlecht. Na, der ist ein bisschen klein. Der ist ein bisschen klein und wahrscheinlich zu teuer. Ein Vektormat. Den in größer. Da passt also nichts rein. Ja, was haben wir denn hier noch? Was sind das hier für Sachen? Auch Öfen, oder? Keine Ahnung, aber sieht noch nicht hergestellt in Thailand. Aber die rufen manchmal Preise auf. Da kannst du sie billiger in Bangkok neu kaufen. Möbel haben sie natürlich auch. Ja, da drüben. Haushaltswaren. Aber hier nebenan ist der nächste Laden. Ach, ein Grill. Kann man von unten Feuer reinmachen und von der Seite. Ja, und thailändische Toilettentöpfe haben sie auch. Ja, Tuk-Tuk haben sie auch. Habe ich mal eins gehabt, aber ein Original Bangkok-Tuk-Tuk mit Automatik. Und mit Nummer, das Problem ist ja, wenn du keine Nummer hast, hast du ja Probleme. Ja, hier haben sie auch Sportgeräte und andere Sachen. Ja, Klimaanlagen, hier ist also ein klein bisschen alles durcheinander gewürfelt. Also nichts Interessantes dabei, Sportgeräte, Fitnessgeräte. Das kommt ja immer auf den Preis drauf an. Ja, Backofen. Ja, und wer kauft gebrauchte Toilettentöpfe? Ja, braucht von euch jemanden gebrauchten Toilettentopf? Und Waschbecken? Ja, hier drin haben sie noch ein paar
Küchengeräte, aber alles durcheinander gewürfelt. Ja, gehen wir mal gegenüber. Er hat den zum Teil Rührwerk, aber hat die besten Tage schon hinter sich. Gehen wir da drüben, was die da drüben noch so haben. Ja, für Salat, Kühlschränke, ein Teil Schweinegrill. Ja, auch viele Küchengeräte. Das Problematische ist immer, da fehlt immer viel dran. Ja, hier haben sie Möbel, Öfen. Ich kriege für euch hier überall in die Ecken rum. Ja, vielleicht kann hier oder da mal einer, der hier wohnt, was gebrauchen, was günstig ist, der sich gerade ein Restaurant einrichten will oder sowas. Ja, Fritteusen, also Edelstahl, aber ganz ehrlich gesagt, also die haben die Edelstahlpreise, da lasse ich das neu machen, zum gleichen Preis. Ja. Ja, das war's so. Ich könnte ja zwar ein bisschen weiter reinkriechen, aber das ist mir alles ein bisschen zu dreckig. Heute mal ein ganz anderes Video wie sonst normal. Aber vielleicht für hier und da mal für jemand was ist das interessant. Ja, und das war's dann mal. Heute vom Gebraucht-Second-Hand-Hank-Market vom Pattaya in der Soi Kopai. Wenn hier jemand hin will, Soi Kopai bei Google eingeben, findet er das schon. Ist genau in der Mitte von dieser Straße. Ja, und das war's für heute. Tschüss, der Dieter.